Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Heute geht es um den Reichtum, nämlich an den zahlreichen Wasserstraßen Brandenburgs und um die enthaltene Wasserkraft, genauer die Fließenergie, und um eine möglichst weitgehende Ausnutzung der Potenziale dieser Wasserkraft. Eine derzeit laufende Studie, Wasserkraft-Fachkonzept, von der Landesregierung beauftragt, gibt dem Titel nach die besondere Berücksichtigung der Prüfung von Wasserkraftnutzung und Standortgegebenheiten vor. Tatsächlich aber betrachtet sie nur die Durchflussmengen und die Stauhöhen der vorhandenen Wehre, Schleusen und Querungsbauwerke, so wie auch bisher die gängige Praxis ist. Ziel der Studie ist deshalb nur eine Übersichtsfertigung bzw. Prüfung der Energieerzeugungspotenziale vorhandener Wasserkraftwerke und Querungsbauwerke, aber eben ausschließlich und damit wenig innovativ nur solcher. Dass eine Potenzialabschätzung bezogen auf alle möglichen und denkbaren Wasserkraftanlagentypen nicht erfolgt, hat die Landesregierung bereits andernorts im Zusammenhang mit der Antwort auf die Frage 246 unserer großen Anfrage Chancen und Risiken der erneuerbaren Energien, Drucksache 2213, deutlich ausgeführt, wo eben schriftlich gesagt wird, das wollen wir nicht machen, das interessiert uns nicht. Bedauerlich, denn das ausschließliche Betrachten von Querungsbauwerken verringert das ermittelte Wasserkraftpotenzial in Brandenburg ganz erheblich. Denn die Brandenburger Flussabschnitte von Elbe und Oder weisen eben keine bestehenden oder geplanten Querungsbauwerke auf. Die Dimension des kompletten Ausklammerns der Wasserkraftpotenziale der beiden wasserreichsten Flüsse Brandenburgs verdeutlicht eine vergleichende Betrachtung der Abflussmengen. Während zum Beispiel die Elbe bei Wittenberge einen durchschnittlichen Abfluss von 677 Kubikmetern pro Sekunde aufweist und die Oder bei Hohensaaten 517 Kubikmeter pro Sekunde, hat aber die Havel als wasserreichster, berücksichtigster Fluss lediglich einen Abflusswert von 108 Kubikmetern pro Sekunde. Selbst bei extremer Dürre liegt die durchschnittliche Durchflussmenge von Elbe und Oder höher als die durchschnittliche Abflussmenge der Havel in normalen Zeiten. Dieses enorme Potenzial an Fließenergie aus Elbe und Oder wird bisher weder untersucht, gar noch genutzt. Im Ergebnis der bisherigen Betrachtung wurde deshalb ein für Brandenburg völlig unrealistisch niedriges Wasserkraftpotenzial ermittelt. Derart scheuklappenartige Betrachtungsweise ignorieren definitiv den technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte, beispielsweise bei der Strömungsenergienutzung durch sogenannte Strömungsbojen, die übrigens in der Donau schon zum Einsatz kommen und in einem Rhein-Nebenarm gerade installiert werden und geplant werden. Unklar ist für die Elbe und die Oder derzeit lediglich, wie sich die Installation mit der Schifffahrt konkret in Einklang bringen ließe und in welchem Umfang Strömung und Tiefe außerhalb der Fahrrinne die schwimmenden Strömungskraftwerke aufnehmen könnte. Also wie viele können wir pro Kilometer an welchen Stellen unterbringen? Weil alleine der Verlauf der Oder entlang der Grenze Brandenburgs ist, glaube ich, über 200 Kilometer lang. Das Land sollte daher eine Studie für die Abschätzung der Eignung und des Potenzials von unkonventionellen Wasserkraftwerken wie schwimmenden Strömungskraftwerken für die Flussabschnitte Oder und Elbe beauftragen. Im Vorfeld der Erarbeitung der neuen Energiestrategie des Landes ist eine Prüfung deshalb zwingend notwendig. Denn dieser Antrag ist ja offensichtlich, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, ein Test. Nämlich, liebe Koalitionsfraktionen und liebe Landesregierung, wollen Sie ernsthaft vor der anstehenden Überarbeitung der Energiestrategie unseres Landes alle verfügbaren erneuerbaren Energien nutzen, die einfach da sind? Weil genau in dem Augenblick, Herr Breetz, wo wir hier sitzen, fließt Wasser die Oder und die Elbe runter und die hat Strömungsenergie. Genau das verschenken wir grundsätzlich und es soll nicht mal geprüft werden. Also, wenn Sie, liebe Koalitionsfraktionen und liebe Landesregierung, ernsthaft ein Interesse daran haben, den Klimawandel zu gestalten, alle Potenziale sämtlicher erneuerbaren Energien zu nutzen und, wie ich sehr hoffe, in die neue Energiestrategie einfließen zu lassen, dann gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als unserem Antrag hier heute zuzustimmen. Denn nur dann können Sie ja diese Potenziale nutzen. Sonst rauscht das Wasser, Herr Breetz, in der Elbe und Oder, was im Moment da auch gerade langfließt, weiter völlig ungenutzt einfach an uns vorbei. Und das ist übrigens eine grundlastfähige
Leistung. Geht in den Megawatt-Bereich, wenn man das mal nur für die Oder berechnet. Also ist eine grundlastfähige Leistung, die beeinträchtigt die Natur nicht, die beeinträchtigt die Menschen nicht. Ganz anders also als bei den Windkraftanlagen. Und deswegen hoffen wir, dass heute hier Vernunft einkehrt und sind deswegen sehr gespannt auf die jetzt stattfindende Diskussion zu dem Thema. Dankeschön.